Jo, grüß euch, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit den Mamelucken am Start und mit einem neuen Herrscher, der nichts kann, wie immer. Unser altes Leid. Kaum hast du den guten Herrscher, dann stirbt er binnen 5 Jahren. Ja, meist so ist der Stand der Dinge, ne? Was haben wir hier? Ulema verliert Macht. Jawohl, verliert Einfluss, sehr gut. Standmodifikator abgelaufen. Okay, schauen wir uns die Stände kurz an. Ja, sieht doch gut aus soweit, ne? Erholungsgeschwindigkeit, Armeeunterhalt, Handelseffizienz, ist doch alles grün. Passt doch, ist doch alles prima. So, wie sieht's hier aus? Wir hätten noch 5 Einheiten, die wir ausheben können, wenn man das wollen würde, aber wir wollen momentan nicht. So, die Integration von Tunesien ist eine ganz zähe Geschichte, habe ich festgestellt. Das dauert ja ewig, bis der mal fertig ist, sonst frisst vor allem jede Menge Diplomatiepunkte. Rebellen haben wir momentan nicht am Start. Wir haben zwar ein bisschen Unruhe, aber gut, mei, so ist es halt, ne? So, Provinz zur Kernprovinz machen, mal wieder. Ja, wir haben beim letzten Mal uns mit Hedjas gekloppt, mit Jemen und Hedjas und Mogadischu. Das hat uns mehr Männer gekostet als gehofft. Ja, mei, ist halt so, ne? Aber zumindest ist dieses dumme Bündnis Hedjas mit dem Osmanen aufgelöst. Allerdings hat der Osmane seit dem letzten Mal mit Venedig einen neuen Bündnispartner. Das fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ja, Venedig ist ja auch westliche Technologiegruppe, ne? Und die darf man nicht unterschätzen, aber trotzdem. So, was hat Aragorn eigentlich für Probleme? Ach, jetzt kriegen wir böse Mali. Okay, sie wünschen sich hier definitiv fette Provinzen von uns. Warum auch immer. Und das, obwohl wir eigentlich hier Vertrauen gepusht haben. Das ist nicht sehr nett von euch, Aragorn. Ganz ehrlich. Hört mal auf mit dem Scheiß, ihr Deppen. Ha? So. Ja, wir fingieren gerade Anspruch auf Kastilien, ne, weil wir hoffen, im Jahre 55, wenn der Waffenstillstand ausläuft, dass wir hier dann vielleicht noch ein bisschen was rausholen können. In diesem Zusammenhang wäre es vielleicht gar nicht schlecht, mal ein paar Truppen zu verlegen hier rüberwärts, ne? Dass man hier dann auch gleich mal entsprechend belagern kann. Da können wir die Schiffe, denke ich, auch gleich da rüberwärts verlegen. So, gut. Ja, und dann wollen wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen runterrasseln lassen. Sultan, wir konnten die Heretiker konvertieren. Jawohl, sehr schön. Hier die neue Provinz. Gut am Start, jawohl, passt. So, die nächsten bitte. Ne? Und es kommt ein bisschen Klimpergeld bei uns aufs Konto, das finde ich gut. Haben wir irgendwo noch Söldner stehen? Was, Ulm ist jetzt Reichsstadt? Ach Gott, mein Gott. Na dann. Ulm ist jetzt Reichsstadt. So, Freunde, ich lege euch mal zusammen hier, ne? Ist in Ordnung, gell? Ja, haben wir gedacht. So, hier dahin wackeln bitte. 20, 21, das heißt 41 habe ich, oder? 41? Ja, 41. Passt. So, Sanaa, Waffenstillstand beendet. Kernprovinz erstellt. Hervorragend. So, nächste Kernprovinz. Ach, das frisst alles Militärpunkte, Leute. Das ist so übel. 2 Rebellen hier. Wieso dauert das so lang? Was, 11 Jahre noch, bis der Scheiß fertig ist? Alter, echt. Gott. Wir verlieren Stabilität oder kriegen Korruption? In dem Fall, fresse ich lieber Korruption, als dass ich Stabilität verliere. Das muss ja nicht sein. Ungarn hat mit der Verwestlichung begonnen. Glückwunsch. Na, viel Spaß wünsche ich euch bei der Verwestlichung. Da wünsche ich euch viel Spaß. Du hast nichts als Ärger, nur Rebellen, ich sag's euch. Was haben die eigentlich? Die haben östliche Gruppe, okay. 20% Malus. Der Osmane hat 25% Geld, genau. Ungarn verwestlicht, oh Mann. Bei 20%, das ist aber heftig. Das ist so teurer Spaß, Ungarn. Das hätte ich mir überlegt an eurer Stelle. Ob ich da die Punkte rausklopp, das hätte ich nicht gemacht. Ich meine, wir hatten den Malus von 40%. Das ist schon, das tut schon weh. Also ich glaube, 40%, da muss man nicht diskutieren. Aber 20%, das hätte ich mir gut überlegt. Österreich hat Aragorn rivalisiert. Okay. Lass die Finger von meiner Provinz, ihr Deppen, echt. Hört auf mit dem Scheiß. Na? Hört bloß auf mit dem Scheiß.
Ja, da hat Aragorn auch Anspruch. Granada haben sie keinen Anspruch. Okay, Cordoba haben sie Anspruch. Toledo haben sie Anspruch. Ja, die sind einfach zu gierig. Okay, wobei, wenn hier einer gierig ist, dann bin ich das. Rekrutenreserve muss ich erholen. Ach, das halte ich eh nicht aus so lang. Da will ich vorher wieder Krieg führen. Ich kenne mich doch. Die nächsten Heretiker sind bekehrt. Kastilien hat Portiguara den Krieg erklärt. Achso, Kolonialkrieg. Okay, gut. Na dann. Wenn ihr meint, viel Spaß, macht nur. Regentschaftsrat beim Osmanen, das ist in Ordnung. Oh. Dafür lädt er ein paar Rebellen, so wie es aussieht. Marokkanische Nationalisten, ne? In der Tat, nicht schön. Und wenn wir denen mal helfen, glaube ich, ne? Wir sind ja nett, wir helfen ja, wenn es sein muss. Was, wer ist gestorben? Och Gott. Und so Moralmeister. Dann wäre jetzt einer mit Disziplin ganz nett. So. Wir haben euch geholfen, Freunde. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Verteidigt ihr unsere Provinzen. Jawohl, genau. Sehr gut, so. Truppenlimit-Modifikator will ich nicht. Na, ich will an Disziplin-Bobo, ihr Helden. Was ist daran so schwer zu verstehen? Hm? Regentschaftsrat in Ungarn. Oh je. Ja, sie wollen kein Bündnis. Ja, mei, dann halt nicht. Oh. Ja gut, Ungarn hat Venedig nicht mehr als Rivale. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Ja, ist schon knapp. Das ist knapp. Das könnte sich ausgehen. Mit identischen Rivalen könnte sich das vielleicht ausgehen jetzt. So, Donjigrali können wir nicht mehr beanspruchen. Jawohl, mein Gott, wen interessiert Bosnien? Österreich hat den Anspruch auf den Thron von Ungarn formuliert. Der Osmane hat die Timuriden rivalisiert. Das ist ein fairer Deal, ne? Stufe 12 gegen Stufe 7. Ja, mei. Da hast du dich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Wer ist denn jetzt dein Rivale eigentlich? Frankreich, die Mamelucken und die Timuriden. Oh, der hat sich die Starken ausgesucht. Zumindest mit Frankreich, ne? Ja, naja. So, Massina-Bauernkrieg. Mhm. Ja, ein bisschen dauert es noch, bis hier die Kernprovinz durch ist. Kastilien hat hier mal den Kollegen voll annektiert. Sehr nett. Pass bloß auf, Kastilien. Du wirst dich noch umschauen. Du wirst dich noch umschauen. So, wir ziehen unsere Truppen mal nach Granada. Unsere 12, nicht 12, sondern 20.000 meine ich natürlich. Was? Karakornlo hatte Bürgerkrieg, habe ich das richtig gesehen? Armee-Unterhaltsmodifikator. Freund, ihr seid so langweilig. Aber gut, nehme ich den halt auch, dann wird es ein bisschen billiger. Ich weiß, ich könnte jetzt wieder meinen Unterhalt runternehmen, möchte ich aber nicht. Die Burg hier brauche ich nicht, die kann ich abreißen. Das mit der Unruhe geht eigentlich noch, gell? Plus 6. Ist das, ach, zählt das als Staat oder was? Tatsächlich. Das sind Staaten hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist bereits Kernprovinz. Bin ich gut? Schau doch mal, Gebiet, Moment. Tatsächlich. Das zählt alles dazu, okay. Cool. Das zählt ja alles zu Hedgers. Alles Staat, kann ich alles erobern. Prima. Ist okay. Gut. Müssen wir im Auge behalten. So, neuer Herrscher in Ungarn. Klicken wir gleich mal weg. Interessiert uns nicht. Wir warten jetzt lieber noch ein gutes Jahr, ne? Dann können wir endlich wieder Krieg spielen. Der Feind unseres Feindes. Ach, hören wir doch mit Karakornlo auf. Das will ich doch nicht. So, okay, kein Anspruch auf Görz mehr, kein Kriegsgrund gegen Österreich. Ich will jetzt hier lieber Gibraltar einen Anspruch fingieren. Zack, jawohl, dankeschön. Okay.
So. Portugal. Habe ich hier noch einen Anspruch auf Melilla? Ne, genau. Fetz hat unser Vasall schon mal den Anspruch fingiert. Soll ich weiter? Nee, es ist wahrscheinlich, wenn ich Cadiz nehme, dann ist das wahrscheinlich schon teuer genug, gell? Wenn ich jetzt gerade so an die aggressive Expansion denke, das wird Aragorn wieder nicht gefallen. Können wir eigentlich aufhören. Ja. Können wir eigentlich aufhören, das Spionagenetzwerk zu fingieren. So, Frankreich, pass auf. 78, immer noch, okay. Wir haben noch jede Menge Waffenruhen. Das könnte echt ein Problem werden, ne? Das mit Aragorn. Das könnte echt noch zum Problem werden. Jetzt machen sie ein Bündnis. Okay, drücke ich gleich mal rein. Bündnis mit Ungarn. Sehr gut. Ich weiß, jetzt haben wir wieder plus 1, ne? Jetzt sind wir wieder drüber. Das ist mir schon klar. Aber das nehme ich jetzt in Kauf. Das nehme ich in Kauf. Wenn ich jetzt dem Osman den Krieg erklären würde. Ungarn würde für Land mitmachen. Frankreich würde mitmachen. Aber Aragorn nicht. Die Frage, haben wir überhaupt eine Chance gegen den? Venedig würde auch mitmachen. 12, 11, 11. Er müsste den Osmanen mal auf dem falschen Fuß erwischen. Ja, 85.000 Mann. Plus 90 Reserve, sehr lustig. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Nee, da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Da brauchen wir Aragorn auch dazu. Wenn wir den fertig machen wollen, dann brauchen wir Aragorn dazu. Ansonsten niente. Ansonsten niente. Keine Chance. So, da kommen die Truppen von Kastilien. Oh, wir kriegen Stabilität. Dankeschön, der reisende Spielmann. Das finde ich gut. Stabilität 2, jawohl. Dankeschön. So, es werden neue Länder entdeckt. Ja, das war jetzt, glaube ich, hier drüben in Asien. Was haben wir denn hier Schönes? Japan. Mhm. Korea. Haixi. Die Ming sind auch schon wieder riesig. Diese Schellen, aha. Ja, mei. Könnte man auch Urlaub machen, gell? So ist nicht. Mosambik. Kanal. Mhm. Aber hier drüben ist mal noch... Das ist Jemen. Ah ja, schau an. Na, hier hat es noch keinen hinverschlagen, ne? Von wegen Portugal oder England oder so. Halt, wobei. Nein. Die Malediven, naja. Nö. Hier hat es noch niemand hergeschafft von unseren westlichen Kolonialmächten. So, na gut. Ein Jahr noch, dann ist der Waffenstillstand vorbei. Was macht die Reserve? Ja, läuft so langsam wieder. Waffenstillstand mit Äthiopien beendet. Schützt unsere Brüder in Angkor. Wo ist Angkor? Äthiopien, oh Gott. Ah, da habe ich momentan nicht die Power da unten, mich mit denen anzulegen. Nee. Nee. Habe ich nicht. Geht nicht. Kann ich machen. Ich bin überlegen, ob ich eventuell Tafil Dalet auch gleich einmal annektiere. Das würde nochmal 1000 diplomatische Macht kosten.
Wenn ich sie zur Mark ernenne, dann kriege ich kein Geld mehr, gell? Aber dann sind sie halt stärker. Das ist die Frage. Eigentlich sollte ich sie auch integrieren. Besser wär's. Besser wär's, definitiv. Na, Portugal ist hier unten schon mal sehr fleißig gewesen. Was ist das? Sierra Leone, ah ja. Elfenbeinküste hier unten. Mhm. Ja, mei. Was tun? Sollen wir sie holen? Sollen wir sie nicht holen? Was ist das hier? Das Konzil von Gyula. Die Gegenreformation. Ah ja, na schön. Österreich ist dabei, Ungarn ist dabei, Aragon ist dabei. Ja, also der Religionskrieg tobt nach wie vor hier. Genau, die Protestanten kommen. Reformiert ist auch schon am Start. Wobei, die Protestanten sind hier ganz schön flach, sage ich mal vorsichtig. Okay, hier England, Standard eigentlich, gell. Ganz Skandinavien, Protestantismus hier vorherrschend. Die Bayern erzkatholisch, die Österreicher erzkatholisch, Brandenburg auch katholisch, schau an. Naja, normalerweise switchen die ja dann, ne, zum Protestantismus. Der Deutsche Orden ist auch katholisch, könnten dann ja auch Preußen gründen und so. Aber ich glaube, da fehlen ein paar Provinzen, dazu ist der Deutsche Orden ja noch zu stark. Ist das eine zähe Geschichte? Ei. Pietät, jawohl, her damit. Brauche ich. Ich brauche Pietät, Freunde. Frankreich, bist du fit, oder? Ich könnte jetzt mal Frankreich vielleicht zur Mobilmachung auffordern. 10 Gefälligkeiten ausgeben und Frankreich wird 12 Jahre lang keinen Krieg erklären. So, okay. Zur Mobilmachung aufgefordert. Bei Aragon wird es nicht gehen. Die Frage ist, brauche ich Aragon dazu? Gegen Kastilien und Portugal. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es ist gut möglich, dass Frankreich ausreicht. Wäre mir ganz recht eigentlich, dass Aragon nicht mitmacht, weil dann kriegen die hier keine Provinzen. Oder kommen wahrscheinlich auch gar nicht in die Verlegenheit, hier irgendwelche Provinzen zu fordern. Das kommt ja auch noch dazu. Auf der anderen Seite, schlecht wäre es nicht. Ja. Wenn man einfach Unterstützung hat, ne? 70, oh Gott. Ja, ich will hier die Autonomie nicht erhöhen. Das ist so der Punkt, deswegen widerstrebt mir das gerade hier, irgendwas zu machen da drüben in den Hedjas-Provinzen, die wir uns geholt haben, ne? Ah, das mache ich gerade nur ganz Ungarn. Ganz Ungarn, genau. Ganz Ungarn mache ich das. So. So, letzte Provinz, die wir assimilieren können mit unserem sunnitischen Glauben. Jetzt kommen, haben wir einen Disziplin-Bobo? Nö, Moral der Armeen, super. Der ist bloß schweineteuer. Kann ich mir nicht leisten, Freunde. Geht nicht. Ja, aber gut wäre es natürlich schon, gell? Ja, schlecht wäre es nicht. Sind wir ehrlich, schlecht wäre es nicht. So. Ah ja, Ferdinand der Zweite von Österreich ist der nächste Kaiser. Sehr schön. Freut uns. Okay, jetzt pass auf. Schauen wir doch mal, ob wir Krieg erklären können gegen Kastilien. Wer macht mit? Frankreich macht gar nicht mit. Ernsthaft? Oh, jetzt habe ich euch zur Mobilmachung aufgefordert und dann macht ihr gar nicht mit, ihr Schweine. Ihr Deppen. Fix. Gegen Aragon wird natürlich auch keiner mitmachen. Aragon sage ich schon, mein Gott. Hilfe, Aragon. Gegen Osman, meine ich. Ja, da macht Frankreich sowieso mit. Für den Krieg vorbereitet, plus 20, super.
Okay, das bringt also plus 20. Mhm. Na, jetzt habe ich ein Problem. Hier macht natürlich niemand mit. Genau, ich habe ja noch Waffenruhe. Bäh, ganz schlecht. Das sollte ich nicht machen, ne? Ach, ist das bitter. Wie stark ist ein Kastilien? Wo sind sie denn? Kastilien. 18.000. Aragon hat 23.000. Portugal hat 20.000. Bäh. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Wie sieht's mit der Flotte aus? Da ist wahrscheinlich Portugal besser, ne? Kastilien hat 4 große, 8 Kleinschiffe, keine Galeeren. Portugal hat 1 groß, 2 Kleinschiffe, keine Galeeren. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt, dass Frankreich hier nicht mitmacht. Würde Frankreich destabilisieren. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Muss ich einen Monat warten oder was? Ist das bitter? Da würde Aragorn mitmachen oder würde man natürlich böse erst einmal drauf zahlen? Klar, kein Kriegsgrund und so. Auch Frankreich würde hier nicht weg mitmachen. Krieg weit weg und so. Ganz toll. Ach, es ist. Ja, es läuft wieder. Es läuft wieder so. Meine Herren, läuft nicht gut. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ja, sie machen nicht mit. Haltung gegenüber Feinden, minus 60. Diese schwindligen Franzosen, diese frisch geföhnten. Toll. Den Zehner hätten wir uns sparen können, oder echt? Den Zehner hätten wir uns sparen können. Das ist echt ärgerlich. Soll ich es alleine probieren mit Aragorn? Ja, komm. Wir probieren's. No risk, no fun. No risk, no fun. So, okay, jetzt sind alle dabei. Ja, es wird sich doch ausgehen, oder? Hoffe ich mal. So, erst einmal holen wir uns die Burschen. Das sind die Großschiffe. Ich blockiere hier komplett einmal zu. Das ist mal Ziel für unser Dafilalet. Ihr bleibt hier unten stehen, ne? Ich nehme mal nur die 20.000 Mann hier drüben. So. Na, schauen wir mal, was das wird. Aragorn, auf geht's. Beweg deinen Arsch. Beweg deinen Arsch und tu was. Naja, jetzt kommen sie. Okay, da kommt Kastilien mit 13.000, aber ohne Anführer. Sehr interessant. Giebelaltar, genau. Giebelaltar wird besetzt. So. Super, jetzt ist unser General soeben tot umgefallen wie ein nasser Sack. Hervorragend. Klasse. So, jetzt muss ich hier wieder mithelfen. Oh, stopp. Aber ohne Anführer ganz schlecht. Ach, ihr wollt nach Granada. Okay, dann warte ich noch. Die wollen nach Granada. Schau das an.
Diese Schweine. So, was macht unser Herrscher eigentlich? Was der Nachfolger? Weißt du was? Ich setze meinen Herrscher. Jawohl! Der, wenigstens das. Wenigstens ist er ein guter Anführer. Immerhin. So, ich warte die Belagerung hier noch schnell ab. Okay, ist besetzt. So, jetzt unser Herrscher rein. Wo gibt's Unruhe? Hedgers. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. So, Portugal hat Level 11. Wir haben Level 10. Aragon läuft nach Cordoba. Dann gehe ich nach Sevilla. Okay, Aragon kloppt hier mit. Da springe ich mit rein, weil sie mit Sicherheit unsere Hilfe brauchen. Ja. So, jetzt aber. Jetzt geht's bergab. Genau. Jetzt geht's bergab, Freunde. So, Ungarn hat interne Konflikte. Okay. Ob das jetzt am Westen des Sirens liegt, weiß man nicht so genau, ne? So. Einmal, zweimal. Das besetzt alles ich, bitte. Aragorn, du darfst gern weitermachen. Naja, du darfst hier irgendwas anderes machen, bitte. Sieht gut aus bis jetzt. Ins Mittelmeer kommen sie nicht, ne? Da sind unsere 16 Galeeren. Da wollen sie sich tunlichst hüten, da reinzukommen. Hier, 17.000 Mann, unsere Vasallen. Auf Fetz, das ist auch sehr schön. Das heißt, da werden sie vermutlich nicht versuchen, was zu starten, die Herrschaften. Oh, echt, Tunesien, ihr wollt euch hier echt hauen mit denen? Oh. Okay, das sind nur Transporter. Ne, 2 Großschiffe und 10 Transporter. Das könnte eng werden. Okay, da schickt Aragorn Großschiffe mit. Dann dürfte es sich ausgehen. So. Einmal, zweimal. Hier sind 8.000 Mann oder 9.000 Mann gewesen. Viel war es nicht. Hier drüben passiert nichts. Okay, gut. Ab und zu mal wieder einen Kontrollblick werfen, ne? Dass nichts Komisches passiert. So, da kommen 11.000 Kastiletten. Oder 12.000 besser gesagt. Jawohl, Provinz erobert. Ach Gott. Am 19. am 18. 721, was hat der für ein General? Der hat keinen General. Der hat keinen General. Wie viel brauche ich hier zum Belagern? 9.000. Kastilien hat auch schon Level 11, gell? Was ist das für eine Provinz? Trockenland. Heißt, hier gibt es keinen Malus. Ich traue der Sache nicht. Ich traue der Sache hier nicht. Es gibt doch einen Malus. Achso, Flussüberquerung, oder? Ja, aber die haben keinen Befehlshaber. Aber Disziplin haben sie. Oh, oh, oh. Ja, wir gewinnen trotzdem. Wir gewinnen trotzdem. Jawohl. Heimgeschickt, die Burschen. Sehr schön. Regentschaftsrat für Kastilien. Das ist ja bitter. Oh, schaut doch mal hier. Portugal ist am Start. Portugal ist am Start, Freunde. Aufpasse. Ne? Klatsch die mal weg, die Burschen. Mein Gott, wie sie hier zuschauen. Wie ihre Hauptstadt belagert wird. Wie selten dämlich. Wie sie zuschauen einfach nur. Ja, es wird nicht besser, gell? Nee. Das wird nicht besser. Oh Mann. Aber wir haben wenigstens hier mit unserem Herrscher 2 Belagerungspunkte, ne? Das ist schon mal fett. Das ist schon mal richtig geil. So, da kommen 12.000 Portugiesen. Der Osman hat Russland rivalisiert. Er sieht Frankreich nicht länger als Rivale an. Was? Was zur Hölle? Ui, die Ukraine. Ja, Sabalot, was ist denn da passiert?
Die Ukraine ist entstanden. Livonische Orden Krim und Genua. Verbündet mit Russland. Mhm. Genau. Oh Mann. Ja, das ist ja nicht ganz unspannend. Wenn der Russe gegen den Osmanen vorgehen könnte. Das wäre ganz nett, ja. So, Moment, wir nutzen mal hier unsere Zeit, die wir haben, und Bauchpinseln ein bisschen Frankreich, ne? Schadet ja nicht. Ja klar, die haben sofort Mauerbruch. Ach komm, hört doch auf. Hört doch auf. Das glaubt euch doch kein Mensch. So, Geld spielt keine Rolle. Genau, wir wollen die Machtpunkte haben. Ihr könntet euch hier ruhig mal ein bisschen anstrengen bei Fetz, Freunde. Venedig hat Mantua den Krieg erklärt. Jo, mei. Passiert, Freunde. Passiert schon mal. Die haben doch ein Dusel bei der Belagerung. Haben zwei Kanone drinstehen. Ja, mei. Aber anstatt, dass die Herrschaften hier dann mal sagen, komm, wir klatschen die 4000 Mann kurz weg. Nö. Wieso auch? Ist ja völlig unlogisch sowas, ne? Sowas macht man einfach nicht. Nein, nein. Keinesfalls. Keinesfalls. Sowas macht man einfach nicht. So, der hebt jetzt die ganze Belagerung hier auf. Jawohl. Okay, jetzt haben wir Glück gehabt, muss ich dazu sagen. Jetzt hatten wir Glück mit 14%. Jetzt hatten wir wirklich Glück. Mit 14% die Belagerung durchzubringen, das ist sehr ungewöhnlich. Das ist sehr ungewöhnlich. So, dumm nur, dass die hier keinen Anführer haben, ne? Das ist ihr Untergang. So, prima. Die haben wir heimgeschickt. Kriegsstand 30%. So, wir schicken den Franzosen mal kurz heim. Ja, dankeschön. Sehr nett. So, jetzt ist die Belagerung hoffentlich noch schnell durch. Aragorn bitte nicht. Oh, wobei, Aragorn könnte ruhig auch, dann haben wir mehr Kriegsstand. Dann haben sie aber sehr wenig gemacht, die Kollegen aus Aragorn. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Die hätten ruhig mehr machen können. Ungarn hat Venedig rivalisiert, echt? Oh, die haben den Osmanen gar nicht mehr. Na gut. So, jetzt 30%. Kastilien, wie sieht's aus? Ich will das haben. Kriege ich auch? Habe ich ja schließlich Anspruch drauf, ne? Gibraltar. Dann hätte ich noch gern Kriegsreparationen. Und dann hätte ich noch gerne Geld. Und dann ist eh schon Ende. Genau, minimale Überdehnung. Passt, reicht mir. Mehr will ich gar nicht. Danke. Aragorn kriegt 3 Machtpunkte. Alles klar. Kernprovinz drauf. Ne, mehr wollte ich ja gar nicht. Mehr wollte ich gar nicht. Das reicht mir. Ist vollkommen ausreichend, Freunde. Alles gut. So, Armeeorganisator gibt es jetzt. Okay. Was bringt uns der? Ach, Truppenlimit-Modifikator. Ja, mei. So, Aragorn. Er hat sich nicht viel verändert, gell? Nee. Außer, dass wir einem Feind den Krieg erklärt haben, was sie ein bisschen freut, aber mehr ansonsten auch nicht. So. Ständemodifikatoren. Naja, jetzt haben wir hier wieder... 49%, okay. Nö, mache ich nichts. Mache ich nichts, lasse ich momentan alles offen. Wie sieht's hier aus? Ja, wir brauchen Punkte, ganz dringend. Vor allem Diplo-Punkte brauchen wir. Deswegen, ich kann hier jetzt eigentlich die zweite Annektierung nicht machen. Ne, mit Duffy Dalet, das geht eigentlich nicht. Ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht bringen. So, Frankreich, ihr Luschen. Ihr undankbaren kleinen Franzosen, was mache ich mit euch?
ihr habt mir nicht geholfen im Krieg. Gut, ich meine, ich habe euch jetzt auch nicht gebraucht, wie man gesehen hat, aber trotzdem. Bisschen ärgerlich war es schon, ne? Dass wir jetzt unnötig die Punkte rausgekloppt haben. Die wollen uns jetzt wieder in irgendeinen depperten Krieg reinziehen. Ich kenne sie doch. Was ist das? Unmoralische Preise. Kaufleute bekommen Loyalität. Jawohl, ist okay, ist gekauft. Genau, gibt wieder hier diverse Boni. Sehr schön. Ich muss mit der Unruhe aufpassen. Hier unten. Hier ist ein Problem, genau. Ja, hier ist auch der Missionar am Start, ne? Hier haben wir noch ein kleines bisschen Unruhe, nicht mehr dramatisch. Aber gut, Mensch, Freunde. Ja, wenn ich mal wieder auf die Uhr schaue, würde ich sagen, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Deswegen, ja, es bietet sich an, hier mal wieder ein kleines Folgenpäuschen zu machen. Ist jetzt echt die Frage, wie geht's hier weiter, ne? Wie soll man weitermachen? Wenn ich mir das hier so anschaue. Kastilien, Portugal haben jetzt erst einmal 7 Jahre Ruhe. Klar, man könnte bei Hedjaz weitermachen, ne? Haben wir noch 5 Jahre Ruhe. Ist mit Jemen verbündet, dass man sagt, man holt sich jetzt einmal über kurz oder lang diese arabische Halbinsel. Aber trotzdem, die Sache mit den Osmanen, ne? Ich würde halt auch mal gern gegen den Kollege vorgehen, aber wenn hier die Kollegen nicht mitmachen, habe ich natürlich keine Chance. Ich meine, durch die Situation mit Russland hat sich hier unter Umständen was ergeben. Also, dass die Osmanen und Russland sich bekriegen, das ist dann natürlich ja Masse gegen Masse. Und so eine Situation abzupassen, wenn der Osmane dann mal wirklich aus dem letzten Loch pfeift, das wäre eigentlich genau das Richtige. Weil dann könnte man hier aus dem Osten ihm so ein bisschen versuchen, Provinzen abspenstig zu machen. Naja, alles Zukunftsmusik, hätte, hätte, Fahrradkette, wenn und aber und ne, ihr kennt das Spielchen ja. Tja, also für heute sind wir raus. Wie immer vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.